Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin- bzw. Kryptomarkt-Update. Ja, das sah alles ziemlich gut aus und jetzt sehen wir, ist der Markt blutrot, teilweise zweistellige Prozent Abgaben und das hängt mit einer Meldung zusammen, denn die US-Justiz möchte morgen eine ja, groß angelegte internationale Aktion oder ein System gegen Kryptowährungen hier auch verrichten. Und das ist ein Brett, hier sehen wir es, Washington, Januar, also gerade eben rausgekommen, announced a major international cryptocurrency enforcement action on Wednesday, it said in a statement, adding the US Treasury Department will also make an announcement. US Department of the Treasury will also announce an action in this space, the statement said. So, und das ist für morgen 12 Uhr PM bzw. 17 GMT Zeit angesetzt bzw. anbelangt. Wir müssen schauen, was damit jetzt letztendlich passiert bzw. was dabei rumkommt. Für den Markt natürlich erstmal klar ein Schock. Für den bzw. nicht unbedingt ein Schock. Ich will das nicht überdramatisieren, weil wir sind hier immer noch, schau dir das mal an, extrem bullish unterwegs. Alles halb so schlimm. Wir sind jetzt gerade mal bearish aus dieser Konsolidierung ausgebrochen. Nichtsdestotrotz wirft das natürlich immer so ein bisschen dieses unangenehme, diesen unangenehmen Geruch schon mit sich, dass da irgendwas in der Luft sein könnte. Von daher aktuell, falls du in den Kryptopositionen bist oder Long Trades hast, wäre vielleicht eine geschickte Möglichkeit, langsam das Risiko rauszunehmen, weil auch da wahrscheinlich schwierig abzupassen, was da passieren wird, zumindest nicht meiner Information nach. Ich weiß nicht, ob es vielleicht positiver ist als erwartet oder negativer, aber solche News-Event sind entsprechend immer auch eine Geschichte für sich, worauf man, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht unbedingt spekulieren sollte. Aktuell technisch gesehen noch alles in reinster Ordnung. Wir sind hier an den Tief, wir holen gerade die Liquidität ab. Das heißt, auch hier hätten wir sogar noch kurzfristig ein kleines Potenzial, uns minimal noch ein bisschen nach oben zu bewegen zur Korrektur. Aber falls das entsprechend dann auch so weitergehen sollte, könnten wir durch eben Regulationen bzw. durch Action, die gegen Kryptowährungen, wie es halt entsprechend da auch formuliert wurde, dann auch durchgesetzt werden, könnten wir natürlich mit einer Korrektur wieder zurück in den 18K-Bereich kommen. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist das jetzt auch erstmal der Schock, der die Märkte bewegt hat. Vielleicht wird es im Endeffekt gar nicht so schlimm und gar nicht so dramatisch. Das wird der Markt dann sowieso diskontieren. Aber ein vernünftiger Rücksetzer, ein vernünftiges Retracement technisch gesehen auf die 18,5 bzw. in dem Bereich hier der 19,1 wäre durchaus gesund für den Markt, um dann auch Kraft zu tanken für den neuen Impuls nach oben. Also ich würde sagen, aktuell erstmal Finger hier vielleicht aus dem Markt lassen. Auch da, klar, es ergeben sich jetzt kurzfristige Gelegenheiten durch diese Snaps, durch diese starken Bewegungen, aber wir sehen auch, dass diese Meldungen den Gesamtmarkt eigentlich schon gerade wieder ordentlich wieder zugesetzt haben und die Indizes gerade ordentlich nach unten gehen, sogar der Dow Jones über 1% im Minus wandert, also der Markt scheint sich gerade wieder langsam aber sicher nach Süden zu bewegen und da werden wir morgen mehr wissen. Das war es von meiner Seite aus, ich wünsche dir einen schönen Abend, ganz liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story, ciao, ciao.